Vorbildfunktion des Fußballs, das kommt dann immer. Ich fange an, mich zunehmend in hohem Alter zu verabschieden von irgendwelchen Vorbildfunktionen und so. Das, ich glaube, wir überfordern den Profifußball in der oben in diesem Regal mit diesen Dingen. Ich glaube, die Vorbild, das machen die nicht mehr. Das ist die Ablösesummen, die Art, wie Verträge gebrochen, geschlossen werden, dann in die Luft gejagt werden. Beiderseits Clubs, die Spieler loswerden wollen. Und ich fürchte, das möchte ich, also wenn ich noch mal junger Vater wäre, das würde ich dann ungern sagen, Kinder, schaut mal, wie so geht man mit dem Leben um. Da würde ich den Profifußball als allerletzte Instanz heranziehen.